heute zeige ich euch, wie man diese coole Decke hier machen kann. Man kann es mit Bandagen machen, wie hier die Bandagen nur in weiß. Sie hat auch eine Schabracke so. Hier ist halt eben so ein schwarzer Strich in der Mitte von der Schabracke. Und meine Reiterin, also der Amelie gehört sie. Also die Rubin. Ich habe sie wie bei Tiki, Hashtag Lord, oder bei jemand halt abgeguckt, das den Namen Rubin. Und ich zeige euch heute, wie man das macht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Bis gleich. Braucht eine Decke von Schleich hier. Und ihr braucht noch Stoff, aus dem ihr halt die Decke haben wollt. Am besten geht weiß, wenn ihr so gespreckelt haben wollt wie ich. Also mit hier. Und man braucht Acrylfarbe für die Spreckelungen. Ja, dann schneidet ihr das. Jetzt habe ich hier einen Ärmel genommen. Dann muss ich den Ärmel mal aufschneiden. So, dann schaue ich jetzt, wie ich die Decke am besten machen kann. Und dann spurt ihr sie einfach nach. Leute, dann wenn ihr die Decke schön nachgespurt habt, müsste das so aussehen. So fast wie ein Herz, finde ich. Dann schneiden wir das zusammen aus. Also ich denke, jeder kann ausschneiden. Und das Wichtige ist dran, dass man halt sehr genau ausschneidet. Man kann halt schauen, wie es dem Pferd jetzt passt. Ich muss noch schauen, für wen das wird. Fällt mir gerade ein, könnte ich echt mal gucken, für wen das wird. Weil sonst bringt es mir ja nicht viel, wenn ich eine Decke mache für den. Wenn ich nicht mal weiß, wen ich machen konnte. Ich könnte die Decke für Hope machen. Okay, die kriegt Hope. Ich schneide aus. Und dann bis gleich. Jetzt kommt eure Acryl im Spiel. Ups. Jetzt habe ich die Kamera fast runtergeschleudert. Ja. Dann nehmt ihr hier den Farbdeckel. Und geht mit einer alten Zahnbürste, die ich hier schon öfters benutzt habe, so drauf. Ich habe jetzt gerade Angst, dass ich irgendwie das Handy voll mache. Dann müsst ihr halt einfach so sprühen hier. Oh, nicht mit dem. Ich brauche so einen Karton. Halt so spritzen. Das mache ich jetzt alleine. Bis gleich. Das Spritzen hat nicht so gut funktioniert. Jetzt tupfe ich einfach so. So, einmal tupfen, einmal so. Dann, also irgendwie wird es nicht mehr so schön wie bei der anderen Decke. Ich verstehe irgendwie nicht warum, aber ist egal. Ich finde es auch ganz schön. Jetzt poliere ich die sozusagen ein Grad. Da schreibe ich dann Hope drauf, weil dann die Decke ist ein Hope. So, jetzt könnt ihr die noch verzieren. Jetzt schreibe ich da Hope drauf. Bis gleich. Jetzt habe ich hier den Namen drauf und jetzt nehmen wir noch ein Stück Klettverschluss. Schneiden wir ein Stück Klettverschluss ab. Das ist immer so schwer. Und dann klebt ihr den einfach einmal auf einen auf der Seite, dann hier hinten. Ich zeige es gleich. So sieht es hier aus. Auf einer Seite, wo leer ist, so wo die Hinterseite ist, habe ich hier drauf geklebt. Und hier eigentlich wie bei den Schleichdecken. Dann seid ihr eigentlich schon fertig. So schnell geht diese Decke. Dann würde ich sagen, hole ich mal Hope her. Jetzt habe ich hier noch so kleine Deko drauf gemacht. Hier ein Herz. Hier ist halt der Name Hope. So schnell könnt ihr diese Decke machen. In nur 4 Minuten. Oder auch länger, wenn ihr mehr Zeit habt. Jedenfalls gebt mir noch einen Daumen hoch. Abonniert mich bitte. Dann würde ich sagen, bis zu dem nächsten Video. Wenn ihr mehr solche Tutorials wollt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Bis bald.